So, und damit willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Ihr habt gesehen, es gab einen Stärkebonus. Dadurch, dass ich gerade Äpfel futtere. Ich musste mich sowieso hochheilen. Dachte mir so, hey, machst du das offscreen? Und jetzt durch den Stärkebonus dachte ich mir so, okay, setze ich genau da an. Und im letzten Part haben wir ein bisschen was Vorbereitendes gemacht und werden jetzt uns da vorne um die dunklen Gestalten kümmern. Aber erstmal möchte ich mich tatsächlich hochheilen. Dann wird nochmal zwischengespeichert und dann heißt es Let's Go. Nachdem ich mich um die dunklen Gestalten gekümmert habe, probiere ich aus, ob wir ready for Drachenjagd sind. Mit unseren jetzigen Möglichkeiten. Ja, ich möchte die drei Gestalten aber gerne. Ja, genau. Feuert ihr mal. Kein Problem. Was? Sind sogar vier? Na egal, ist auf jeden Fall gut, was an Erfahrung wird wir wieder kriegen. Vielleicht reicht das. Wow, Feuerregen. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber ja, die können auch Feuerregen einsetzen. Das ist die blöde Geschichte daran. Und ich möchte Vino ja auch nicht killen. Na, ich guck mal, ob ich ihr spelltechnisch irgendwas Besonderes habe. Angst kostet 50 Mana, haben wir nicht. Goblin-Skelett könnte ich eins beschwören zum Ablenken. Kostet leider auch 60 Mana. Gothic 2 selber wären die Zauber günstiger. In die Nacht des Raben ist das nicht ganz so sexy gelöst. Kleiner Feuersturm, Feuerregen will ich nicht einsetzen. Feuerpfeil ist blöd. Eispfeil, hä? Ich könnte mit zweimal Eisblock arbeiten. Blitzschlag. Stimmt, da war was. Ich glaube, mir kommt da gerade eine Idee. Feuerball, Feuerball, Feuerball. Einfach mal just for fun setze ich einen ein. Vielleicht kommen die ja runter. Feuerbälle hatte ich ja genug. Na? Nee, kommen sie nicht. Ja, den Versuch war es wert. Dann versuche ich es jetzt nochmal mit dem einfach hinlatschen und platthauen. Ui, Vino ist tot. Warum ist Vino tot? Ist doch Vino, oder? Der sollte eigentlich überleben. Wieso ist der tot? Ja, ich werde das sowieso nochmal laden müssen. Ja, Vino. Werde ich neu laden müssen, weil eigentlich sollte er leben. Suchen da. Ich gucke einfach mal so im Inventar rein. Für die Suchenden gibt es mich noch einen kleinen, ich sag's mal, Trick. Das habe ich mir noch erlesen. Spieladen. Habe ich den Trick auf Tasche? Als Rune habe ich es mir nicht hergestellt, den Trick. Das weiß ich. Nö, offensichtlich nicht. Könnte tatsächlich mit Unwetter arbeiten.
Will ich aber nicht. Genauso wie ich die kleinen Skelette so nicht erschaffen möchte unbedingt. Na, warum nicht? Da lebt er noch. Wupp. 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 Nein, nein, nein. Bin ich blöd. Spiel laden. Ich bin echt blöd. Ich will die Suchenden jetzt einfach plätten. Die Möglichkeit, die ich eigentlich auf dem Schirm habe, habe ich momentan nicht auf Tasche. Ja genau, Vino braucht sie erstmal ein. Bist du gekommen, unser Ritual zu stören? Seine Seele gehört uns. Du kannst ihn nicht mehr retten, Magier. Na, wenn du meinst. Oh, ja toll. Laden. Vino, lass es doch sein mit dem einfach angreifen. Du möchtest doch auch überleben, oder nicht? Ja, und wieder wird der angegriffen. Können wir wieder knicken. Spiel laden. Ich könnte natürlich auf Entfernung versuchen, mit einem Unwetter die zu treffen. Davon haben wir ja ein paar Spruchrollen. Und mit Spruchrollen ist es günstiger. De facto günstiger. Ich probier's mal. Bin ich weit genug weg? Jetzt muss ich den dritten nur noch erwischen, damit der Vino nicht angreift. Wenn du jetzt... Ja, geht doch. Dann habe ich zwei Unwetterspruchrollen für missbraucht. Ist mir aber egal. Und wer weiß, vielleicht komme ich noch durch, so euch den Trick mit den Suchenden zu zeigen. Wobei da manche auch sagen, dass das ein Bug sei. Hallo Vino, hör auf zu rauchen und quatsch mit uns. Bald schon werden wir sie alle beherrschen. Du und deine kläglichen magischen Fähigkeiten sind keine Gefahr für uns. Ah. Komm, du stirbst doch sowieso schneller als... Also sterben sollst du eigentlich nicht, aber... Jetzt komm ran! Lauf doch nicht nur, greif an! Zack, Vino! Milch, Wasser, Wein, Waldbeere, Almanach, Sumpfkraut. Ah, komm, die Hacke nehme ich auch noch mit. Danke für die Sichel. Das war jetzt ordentlich was in Erfahrung, was wir eingesammelt haben. Ist zwar immer noch nicht das gewesen, wo ich sagte, ich möchte es ausprobieren, aber... Oh, mein Schädel. Hey! Du bist nicht du selbst. Mein Kopf. Ich halte das nicht mehr aus. Du solltest ins Kloster gehen. Pyrokar, der oberste Feuermagier, kann dir vielleicht helfen. Meinst du? In Ordnung, ich werde es versuchen. Ich hoffe, er kommt auch lebend da an. So, jetzt gab es aber immer noch ein bisschen was für uns zu tun. Nach den ganzen kleinen Fails. Na, kleine, große Fails. Zweimal Gewitter einsetzen müssen.
Ach. Komm, du nervst doch eh nur Feldräuberchen. Nichts zu holen. Auch wenn es wieder Zusatzerfahrungspunkte ist. Hm. Ich glaube nicht daran, dass Level 30 noch was wird in Corinas. Hallo Stadtwachen. Wir können nur abwarten. So, jetzt holen wir erstmal Medizin. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Das war doch klar. Da gibt's so eine junge Frau, der geht's nicht ganz so gut. Und Konstantino, du hattest, glaube ich, das Medizin. Heilung, zeig mir Ware. Zeig mir deine Ware. Oder war es gar nicht Konstantino? Egal, ich guck mal kurz die Kräuter nach. Blauflieder, Heilpflanze, Wurzel. Buddlerfleisch ist mir egal, Snapperkraut ist mir egal. Sumpfkraut ist mir nicht ganz so egal. Ich möchte auf jeden Fall sowieso nochmal nach Jakender. Musste ich mit Vatras reden? Er fürchtete sich vor dem Tag, an dem das Tier auf das Land zurückkehren würde. Hallo, du Tier. Steintafeln, Lobards Frau, genau das war's. Lobards Frau Hilda ist krank. Was denn, schon wieder? Die gute Frau sollte ein bisschen mehr Acht auf sich geben. Ein harter Winter und sie weilt nicht mehr bei uns. Na schön. Ich werde ihr ein fiebersenkendes Mittel geben. Aber weißt du, da du gerade schon mal da bist, kannst du es ihr auch vorbeibringen. Ja, mach ich. Nö, die Gesprächsoptionen, die beiden nutze ich jetzt noch nicht. Wobei, könnte ich eigentlich so langsam machen. Das Mana-Pushen mitnehmen. Wie viele Lernpunkte habe ich? 21. Reicht das? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Ich guck mal nach. 21. Das ist doch alles nur Geld. Naja. Ist es durchaus möglich, dass das ich noch ein bis zwei Spells lernen möchte. Dann wird es nicht reichen, wenn ich das jetzt komplett auf Leben raufpacke, beziehungsweise auf den Mana-Pool, dann reicht das. Fliegende Weidenbeere. Na, komm, erstmal Hilda heilen. Dann selber hochheilen. Und dann teste ich einmal aus. Hallo Hilda. Ach, aufstehen kannst du noch. Was ist los? Tu nicht so, du bist krank. Können wir auch so drauf ansprechen. Geht's dir nicht gut? Überhaupt nicht. Ich habe schon wieder dieses schreckliche Fieber. Ich müsste eigentlich zum Stadtteiler gehen, aber ich bin zu schwach. Kann ich helfen? Es wäre großartig, wenn du zu Vatras gehen könntest, um mir meine Medizin zu holen. Er weiß dann schon, was zu tun ist. Ich kann es nicht mehr. So. Damit haben wir einmal die Aufgabe von ihrem Mann. Hey! Und von ihr auch nochmal. Und die Frage ist jetzt, also, was ich mir überlege, dass es dafür vielleicht nochmal extra Erfahrung gibt. Ich habe deine Medizin. Wirklich? Wir brauchen Menschen wie dich in unserer Gemeinde. Ich danke dir. Ich hoffe, dass diese paar Münzen angemessen sind. 50 Gold. Wir haben nichts ausgegeben, ist okay. Ja, ruh dich mal aus, Hilda. Ich lege mich zu dir und mache eine Nachtwache. Ich schlafe bis mittags. Lobert, deine Frau hat die Nacht überlebt, dank meiner Medizin. Hey, du! Vino kommt nicht mehr zurück. Sie haben ihm den Verstand geraubt. Bei Innos! Hoffentlich ist dieser Albtraum bald vorbei. Schwierig. Hatte ich den nicht schon längst bestohlen? Warte mal. Scheinbar nicht, aber auch gut.
Gib Acht auf deinen Hof. Ich werde es versuchen. Ich hätte mit ihm zu gern noch über seine Frau gesprochen, wollte er jetzt aber auch nicht. Gut, damit habe ich diese kleine Nebenquest auch erledigt. Gibt echt nicht mehr viel zu tun. Ich könnte natürlich jetzt noch alles Mögliche abgrasen, um mir das Level-Up zu erzwingen. Bevor ich ins Minental gehe, Drachen jagen. Habe ich nicht vor. Aber ich halte mir die Möglichkeit noch offen. Gibt da einen Gesellen, mit dem möchte ich mich noch anlegen als Test. Und ja, ich weiß, es gab ein Part von wegen, hey, das neue Ratsmitglied, zu dem wir erhoben worden ist, testet seine Grenzen aus. Habe ich halt nur noch nicht ganz so gemacht, wie ich es gerne hätte. Das hat er wirklich nicht verdient. Und wir wissen alle, was im Minental außer Drachen noch so rumläuft. Und was extrem nervig sein kann, wenn man keinen Diego mit sich rumschleppt. Und wie dann alles andere wirklich aussieht, weiß ich ja noch nicht. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Ja, keine Ahnung, worum du dich noch kümmern sollst. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Hast du einen Eisblock? Das habe ich schon immer gesagt. 2500 Gold hat. Habe ich nicht eingekauft oder was? Na doch, Eisblock hast du. Nehme ich auf jeden Fall mit die Eisblöcke. Er sollte lieber den Mund halten. Kraft der Gestirne. Hab ich doch einmal, oder? Heuerbuch, Reck. Einmal nach der Besessenen. Kraft der Gestirne, ja, habe ich. Gut, dann brauche ich das nicht noch einmal. Ich habe was anderes gehört. Ja, und die Tafeln, dass ich die habe, die bringen mir gar nichts. Die hätte ich schon längst irgendwo wegschmeißen können. Und wer muss die Arbeit? Ach, egal. Das ist mal wieder typisch. Lalalala. Könnt ihr euch denken, welchen Gesellen ich noch austesten möchte? Ja, spätestens jetzt müsst ihr es aber wissen, wenn ich hier rumgehe. Genau, mit dem Ork da hinten in der Höhle. Wenn ich den vernünftig hinkriege, dann kann ich auch, denke ich mir mal, mich an das Minental ranbegeben. Ja, der Wolf ist mir egal. Oh, Wolf, geh sterben. Ja, so viel haut der auch nicht drauf an Schaden. Das Problem ist nur, dass Orks gerne in Truppen laufen. Das könnte dann etwas heilintensiver werden. Aber jetzt mit der Feuermagierrobe sind Orks zumindest keine unlösbaren Gegner mehr. Ja, ist möglich. Muss ich mich nur noch einmal hochheilen. Und die Truhe, die habe ich auch noch nicht geöffnet. Geschweige dessen mich hier in dem Raum vernünftig umgesehen. Was ist eigentlich die Ork-Waffe? Die muss doch auch irgendwo hingefallen sein. Egal, ich gucke mich jetzt an die Truhe. Links, rechts, rechts, links, rechts. Pfeile, Bolzen, bisschen Gold, nochmal Dietriche. Wo begebe ich mich jetzt hin zum einmal schlafen? Klar, in der Stadt geht's auch. Ist da was? Wo habe ich die Spells? Wahrscheinlich nicht da unten. Ich kenne mich doch. Ach ja, die 2300 Gold, die kommen vom Taschenaufmachen. Falls sich irgendjemand wundern sollte. Ich werde es versuchen mit dem Minental.
Das kann ich jetzt schon mal anteasern. Großbauer, Kloster. Ja, einmal zum Kloster. Wäre gar nicht so verkehrt. Dann kann ich nämlich noch die zusätzlichen paar Erfahrungspünktchen mir einheimsen. Der arme Kerl kann einem leid tun. Ich hätte das anders gemacht. Na, Vino, bist du schon da? Nö, ne? Natürlich nicht. Pyrokos, magischer Brief. Wieso liegt der da? Habe ich den aus Versehen abgeworfen oder wie? Lieferung. Blutfliegen, alter Brief. Pfand. Pyrokos, magischer Brief. Ich müsste alle vier eigentlich durchhaben. Ich kann noch mehr berichten über die Besessenen. Sprich, Bruder. Ich habe einen weiteren Almanach gefunden. Das ist gut. Ich fürchte jedoch, dass es noch mehr davon zu finden gibt. Suche weiter. Nimm dies. Mit dieser Aufwendung des Klosters wirst du dem Bösen besser begegnen können. Naja, 400 Gold ist jetzt nicht unbedingt so die Welt, ne? Meinst du, mir geht es besser? Glaubst du wirklich? Nochmal bei Gorax gucken, ob wir was einkaufen können. Ich brauche ein paar Dinge. Was Sinnvolles. Auch wenn ich bei dem schon wahrscheinlich 20 Mal war. Ja, der Feuersturm ist mir egal. Skelett erschaffen. Ja, als normale Spruchrolle ist das günstig genug. Kugelblitz ist auch interessant. Maximal. Warte mal, mindestens 10. Maximal 40. 120 Schaden. Naja. Ja, ich nehme auf jeden Fall die Skelett erschaffen Rollen mit. Goblin Skelett sehe ich weniger. Eisblock könnte ich auch mitnehmen. Lass ich aber erstmal Runenstein. Ich lege mich jetzt hin. Ist wieder nicht mein Raum. Ist egal. Eine Tür weiter wäre es gewesen. Bis zum nächsten Morgen. Oh, Vino. Warte mal. Du hast es hierhin geschafft. Ist doch schön. Wie geht's dir? Ja, ja, schon okay. Die Jungs hier können mir helfen, denke ich. Aber ich fühle mich immer noch so benebelt. Aber ich muss sagen, sie haben hier den besten Wein, den ich je getrunken habe. Klosterwein. Mir fällt noch ein Spruch ein, den ich an sich doch haben sollte. Als Vorbereitung. Unterrichte mich. Was hast du? Blitz, Schlag, Kugelblitz, Eisblock. Eisblock sollte man haben, zur Sicherheit. Und Blitzschlag weiß ich gerade nicht. Wisst ihr was? Wir stellen uns tatsächlich Eisblock jetzt her. Als Rune. So, Blitzschlag, Kugelblitz. Was war Blitzschlag? Habe ich die Spruchrolle. Blitzschlag. Das ist Kugelblitz. Waren 120. Blitzschlag. Da. 150, ja. Blitzschlag. Hört sich auch gut an. Ich hoffe, das ist nicht zu teuer und ich verklick mich jetzt nicht. Unterrichte mich. Ja, dann stelle ich die beiden Runen nochmal her. Ich bin ein Magier. Da muss das, dass man so ein paar Spells hat. So, Kreis 4? Ja, Blitzschlag ist Kreis 4. Haben wir einen Kreis 4 Runen, ist doch schön. Und Eisblock ist höchstwahrscheinlich Kreis 3. Jawohl. Ja, dich deaktiviere ich jetzt erstmal.
So, Eispfeil, du warst mir egal. Da, Blitzschlag 30 Mana 150 als Initialschaden gar nicht so verkehrt. Und der Eisblock kostet leider 40. Aber tickt auch relativ lange. Ja, die 40 Mana werde ich ja wohl jetzt noch voll kriegen. Ja, 6 Lernpunkte. Ich glaube, die kann ich investieren. Ich müsste momentan runentechnisch gut genug ausgestattet sein. Hallo Palan. Magische Kraft? Ich will meine magische Kraft steigern. Kostet jetzt schon 10 Lernpunkte. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Wie viel Lernpunkte? Wie viel kann ich? Warte. Warum habe ich auf Map gedrückt? 6. 3 Mana kann ich mir dazu holen. Ja, dann habe ich doch die 40. Ich will meine magische Kraft steigern. Möge Innos dich schützen. Jo, danke. Ich kann jetzt natürlich erstmal 5 Mana rauskloppen. Für einen Port. Ja, damit spare ich mir wenigstens Zeit. Pastkorines. War, glaube ich, richtig, ne? Pastkorines. Ich hoffe inständig, dass das jetzt richtig ist. Selbstverständlich habe ich keine 30 Mana mehr. Könnte ich aber auch hochfuttern. Kräuter habe ich ja genug. Wenn ich nicht drüber hüpfe beim Scrollen. Ich hasse diese Mini-Fails. Lebensenergie, Mana-Bonus, Feuernessel. Ja, warum nicht? Zack. Das passt schon. Jetzt gucke ich nochmal bei den Spells selber nach. Der Blitzschlag war okay. Du kommst aber raus. Ja, kann ich einmal den Blitzschlag einsetzen. Oder einmal Eisblock. Aber ey, komm, es ist zumindest Initialschaden. Ab ins Minental. Das werden jetzt ein paar anstrengende Parts. Und ich mache es mir noch einen Zucken anstrengender, als es eh schon ist. Soll ich euch sagen, wie? Ganz einfach. Ich nehme nicht die Abkürzung, die wir uns hier frei gemacht hatten. Sondern ich laufe den ganz normalen Weg. Und das ist dann tatsächlich etwas anstrengender. Zum Beispiel, da vorne sind 2 Orks. Mit einem einzelnen Ork haben wir ja festgestellt, kommen wir klar. Ohne, dass ich irgendwie ein Spell nutzen muss oder so. Ah, komm her. Ein bisschen hochheilen muss ich mich, okay, aber sonst. Es geht. Schwere Ork-Axt. Nicht zu plündern. Beim Ork-Krieger selber nicht zu plündern, ist okay. Ich bin gespannt, wie lange die Mana-Tränke reichen oder wann es anfängt, dass ich ausschließlich das Hochheilen nicht mehr in der Aufnahme drin habe, sondern das jedes Mal rausschneide und dadurch die Parts auch wieder unter einer Stunde kurz werden.
Komm ran. Ja, und ich, man sieht es auch mal wieder hier an die Ork-Kämpfe. Ich bin absolut keiner, der wirklich kampfaffin ist. Deswegen bis zu dem Zeitpunkt, wo ich Mana hochgepusht habe, habe ich es jetzt hier als Magier mit ein bisschen Dex sehr, sehr schwierig. Wow. Und die Kämpfe werden langwierig. Gekriegt. Bei dir was zu looten? Ein bisschen Gold. Safe. Jo. Mal schauen, wie weit wir kommen. Oh ja. Das sind ein paar Orks mehr. Ich will die Orks nicht mitnehmen, weil ich jetzt mir denke, hey, ich muss die unbedingt mitnehmen. Sondern weil ich mir einfach denke, es ist eine gute Vorbereitung noch, bevor es dann an die wirklich harten Brocken geht. Und ich gehe davon aus, dass die Drachen richtig harte Brocken werden. Auch wenn in den anderen Let's Plays von Jorgen, Son etc. pp., also so älteren oder bekannteren YouTubern, Gothic-YouTubern, das nicht so aussieht, als wäre es so schwer. Windhose, soll ich da jetzt einfach ein Gewitter reinjagen? Den möchte ich mir auf jeden Fall noch aufheben, den Dämon beschwören. Ich könnte natürlich auch da reinrennen mit einer Eiswelle. Ja, die Idee gefällt mir. Soll ich da wirklich reinrennen? Noch so einen Sprinttrank einschmeißen? Safety first unter dem Motto. Ja, ich hatte ja eh gespeichert. Also mehr als Zeit wasten geht nicht. Eiswelle. Rrrr, einmal rein. Du triffst mich eh nicht. Hallo, habe ich euch nicht alle erwischt? Ach, da ist ja auch noch einer. Ein Charmi. Also Eiswelle wird nicht reichen, um durch die hier durchzukommen komplett. Ja, durchrennen, ja, okay, aber... Das kann es ja auch nicht sein. Vielleicht kann ich einzeln was ranlocken. Ja, ich habe ja Blitzschlag. Deswegen wäre die Idee gar nicht so abwegig mit dem einzelnen ranlocken. Ja, komm. Solange du alleine bist, ist alles gut. Ich prügel mich durch die Orks durch. Nö, so hatte ich es eigentlich nicht vor. Nein. Ihr seid mir zu viele. Mit einem okay, aber nicht mit zwei plus einem Magier. Das könnte euch knicken. Das könnt ihr euch knicken. Da haue ich mir den Trank hier rein. Und dann geht's halt weiter. Blitzschlag. Rups.
Erwische ich dich? Natürlich nicht. So, Blitzschlag. Nochmal rangehen, dass er sich umdreht. Hallo. Hallo, Örkchen. So, damit ist der eine down. Der zweite darf ruhig ranlaufen, kein Problem. Ach nö, warum schon wieder zwei? Einer hätte es doch getan, hätte doch gereicht. Ich metzel mich da nach und nach durch und wenn da drei Parts dauert. Ja, du hast dieselbe Idee gehabt wie ich, ne? Und warum rennen die mir immer noch hinterher? Die haben doch schon geschrien. Ein Schweiner ist eigentlich, die haben ab. Huka chakert euch selber und jetzt haut ab. Ich möchte mich hochheilen. So, jetzt müsste ich aber weit genug von denen weg sein. Ja, noch habe ich genug Heiltränke, dass es nicht so lange dauert. Kann sich nur um Ewigkeiten handeln. Und ja klar, könnte ich einen von beiden in Eisblock setzen, aber da zählt ja auch nur 60 Sekunden. Und so schnell bin ich nicht von meinen Kampfskills her. Und ja, ich könnte den normalen Weg ins Minental nehmen, der kürzer ist. Ja, auch richtig. Ich könnte auch Feuerregen einsetzen. Und hoffen, dass das reicht. Noch, warum? So, jetzt hast du wenigstens mal einen abgekriegt. Sieht aus wie einer. Ist nur einer. Das ist gut. Ja, die Laufattacke, damit komme ich klar. Aber nicht, wenn du da im Stand angreifst. Die Laufattacke hat nämlich einen Vorteil. Zack. So, nächster Ohrkrieger weg. Der einzige, was ich verbrauche, ist halt Mana. Ja, und Leben. 100 geht schneller. I hate it. Blitzschlag. So, den nächsten ranlocken. Ja, ich glaube, der Ork-Schamane lässt sich nicht so ranlocken, wobei dann noch normale Orks sein werden müssten. Wusste ich's doch. Überlebe ich die beiden? Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, ist das nur der eine, den ich angegriffen hatte, der jetzt noch hinter uns herläuft? Nee. Aber es ist nur noch einer. Und nur noch einer ist okay. Hau dich selber! Oder leg dich mit deinen Stammesleuten an. Aber doch nicht mit einem armen kleinen Magier. Der hat dir doch nichts getan. Nur deinem Kollegen hat er was getan. Schwere Orkaxt, nichts zu holen, alles gut.
Ja, egal. Über 200 Mana-Tränke von den kleinen habe ich ja noch. Ach. Ich sehe es schon kommen, dass ich bei den Drachen es verfluche, dass ich die ganzen Tränke schon rausgeballert habe. Nur weil ich den Dickkopf spielen wollte, um mich durch die Orks durchzuschnetzeln. Ja, Ork-Schamane, du bist mir egal. Der Ork-Krieger ist interessant. So, der ist down. Komm ran. Der steht jetzt zumindest stand in der Ecke. Ja, solange die Laufattacke startet, ist alles gut. So. Zwei Orks in einem Anlauf. Ist doch schon mal was. Es wird langsam was. Zack. Nochmal hochheilen. Nochmal zwischenspeichern. In der Reihenfolge, aber nicht genauso schnell, wie ich es gesagt habe. Was habe ich angestellt? Ich Vollhorst bin auf Loden gegangen. Wow. Und ich, jetzt bin ich noch bescheuerter. Na komm, wenn ich schon mich verladen habe. Haha, er hat verladen gesagt. Ich habe nur einen Feuerregen, ne? Ja, drei Gewitter, die helfen mir aber nicht so arg, haben wir ja schon festgestellt. Verwandlung Wolf. Nee, ich will mich auch nicht verwandeln. Ja, ich habe nur einen Feuerregen. Werde ich wahrscheinlich früher oder später nachkaufen können. Na, nee. Und der wird auch nicht ausreichen. Oder doch? Trau dich, komm ran. Der Schamane will nicht. Die Feuerbälle will ich auch nicht weiter rausballern. Ja, dann mach ich mir das doch einfach. Ja, hukatschakat ihr mal. Wenn ich sage, ich mache es mir einfach, dann mache ich das auch. Blitzschlag. Nochmal hochheilen. Auch das Leben hochheilen. Na, den Schamanen kriege ich schon down. Da sehe ich jetzt kein großes Problem drin. Ich weiß nur noch nicht, wie ich ihn genau down mache. Komplett über Blitzschlag oder... Ja, das Schlimme ist jetzt, der Ork-Krieger nervt. Und der Schamane nervt natürlich auch. Ja, ich laufe erstmal. Damit ich nur einen von beiden an der Hacken hab. Ja.
So viel zum Thema, nur einen von beiden anhaken. Ich könnte mich erschießen. Ich könnte natürlich auch einfach mal Priesterset etc. pp. Anlegen. Ja, warum nicht? Wenn ich jetzt, wann dann? Amulett der Priester. Jetzt kommen die Ringe dran. Priester, Priester, Priester. Erstmal die anderen Ringe aus. So, und du warst der erste Priester. Wo ist der zweite Priester? Da ist der zweite Priester. So, das ist jetzt die Maximalmenge, die ich an Mana haben kann. Reicht für 3 Blitzschläge, wenn voll geheilt. Damit müsste ich aber eigentlich relativ gut klarkommen. Eins, zwei, drei. Clockdown. Das passte wirklich gut. Besser als ich dachte. Okay. Mit dem Schaman habe ich in der Form jetzt nicht gerechnet. Schamane. Hallo, Schamane. Haben sich hier 2 Schamanen zusammen dahingestellt. Alter! Geh sterben! Damit habe ich wenigstens wieder einen Schamanen weg. Oh, Krieger, du bist mir relativ egal. Ja, jetzt habe ich auch nur eine Zweihandwaffe. Auch cool. Eine Zweihandwaffe, auf die ich nicht trainiert bin. Wo ich dann maximal White Hits drauf kriege. Auf den, ja. Das ist jetzt der Nachteil an der Variante. Hätte ich einen Eisblock noch aktiv, wäre alles gut. Ja, brüll du mal, Hauptsache ich überlebe. Ein bisschen Abstand noch, dann heile ich mich wieder hoch. Ja, wir haben 60 Mana generiert über Priester-Set plus den Streichkolben. Ja, so sind die Orks wenigstens relativ zeitlich gut machbar. Ist halt kein Durcheilen. Aber es funktioniert. Na, wer kommt zuerst? Na, ich würde den hier eigentlich gerne im Nahkampf platt machen. Das dauert aber ein bisschen länger. Das sind mindestens 6 Angriffe. Das ging jetzt wirklich klar. Und es ist mir egal, ob das wirklich lange dauert und langweilig ist. Es geht mir darum, dass ich gerne
Erfahrung sammeln möchte. 1, 2, 3. Okay. Jetzt sollte ich doch die Beine in die Hand nehmen. Ja, ich hasse es. Zweihandkampf nicht gelernt. Die Waffe selber, selbst wenn ich Zweihandkampf gelernt hätte, wäre nicht so pralle. Und ich habe jetzt auch nicht unbedingt so viel Mana, dass ich sagen kann, juhu. Ich zeige euch nochmal die Waffe vom eigentlichen Schaden her. 55 im Gegensatz zu 120. Deswegen sagte ich ja, so pralle ist die nicht. Wo hab ich denn jetzt bitte schön wieder die Scheißtränke? Und ich bin mehr am Fluchen in dem Part als andere. Ist mir auch bewusst. Und warum? Weil ich es mir schwerer mache als unbedingt notwendig. Aber es funktioniert. Es dauert Ewigkeiten, aber es funktioniert. Eins, zwei, drei. Ach nö. Dann laufe ich halt wieder. Ihr merkt schon, da wird ein Meme draus. Ja, ja, ihr schreit noch mal ein bisschen. Ich laufe noch 5 Meter weiter, halte mein Mana wieder hoch und komme wieder zurück. Dieser komische Mensch. Der hat wohl Todessehnsucht, müssen die sich denken. Das wären 60 Mana. 63. Wären also nochmal 2 Blitzschlag mehr, die ich bringen könnte. So, jetzt habe ich dich aber weg. Ja, ich bin jetzt auch angeschwächt. Alles gut. Und ich befürchte, dass diese Schamanen etc. pp. Auch alle despawnen. Relativ zeitnah. So, klock klock heißt für mich, die haben die Waffen weggesteckt. Das heißt, ich kann mich wieder hochheilen und wieder ranlaufen. Lalalala. Hallo Orks, habt ihr mich vermisst? Das Allerschlimmste an dem Weg hier ist, es ist ein regulärer Weg, den aber kein vernunftbegabter Mensch nutzt. Weißt du was? Du hast nur 40 Leben, du kriegst so auf eine Mütze. Da laufe ich doch nicht weg. So. Da ist nichts zu holen. Das stimmt. Da ist nichts zu holen. Brainless, brainless. Ah, nach dem ganzen Spiel speichern, nicht laden. Ganz wichtig. Einmal so failen muss reichen. Ah, da vorne sind noch ein paar Ork-Krieger, aber die werden uns von hier aus nicht sehen. Nichts zu plündern. Aber du wirst uns sehen. Oh, hallo. Ich gehe dann mal. Ja, schreit ihr mal. Es dauert so echt Ewigkeiten. Aber es funktioniert. Und nichts anderes geht's mir.
und durch den etwas höheren Mana-Pool funktioniert sogar relativ gut. Gucken wir uns mal an, was die Erfahrungspunkte sagen. Also bis zum Schlüsschen, bis zur Burg, wenn wir uns so überall und nirgends durch zwecken oder wie auch immer, wird vielleicht ein wenig dauern, es wird aber funktionieren. Ich wollte eigentlich deinen Kollegen Platz haben. Egal, falsche Reihenfolge. Alles gut. Streng genommen müsste ich einen 50er-Trank einschmeißen. Und dann mit zweimal einen wieder rausnehmen. Passt das so? Zack. Dann habe ich nicht so viel Overheal. Ich treffe dich doch, wenn ihr weglauft, eh nicht. Ihr müsst schon rankommen. Ja, jetzt schnell weg. Ich bin nämlich doch ein bisschen low gedroppt. Ja, ohne die Rüstung könnte ich so ein Spielchen hier gar nicht treiben. Definitiv nicht. Ich habe gehört, dass sie die Waffen eingesteckt haben. Ja, ich möchte die beiden Kollegen auf jeden Fall noch in diesem Part drauf haben. Und wer weiß, vielleicht schaue ich jetzt ja doch bis zum Ladescreen vom nächsten Level. Aber ihr seht, was das jetzt bringt mit den ganzen Mana-Tränken kaufen und so fest dran festhalten. Alles einsammeln von vornherein, wenn man den Weg des Magier gehen möchte. So, du bist Nummer 1. Und ausgewichen. Danke. Saftsack, bleib stehen. So. Nummer 1. Da kommt Nummer 2. Ja, komm. Lauf, mein Kleiner. Tot. Also sind die nächsten 600 Erfahrungspunkte jetzt gewesen. Und wieder zurück. Hallo, Örkchen. Mit 3 Treffern bist du eh platt. Also lauf nicht weg. Na, oh, noch ein Heiltrank. So, hier war doch eigentlich auch irgendwas, irgendjemand. Nö, auch gut. Aber hier stehe ich relativ safe. Kann ich also nochmal einen Speicherer hinlegen. Und ich weiß, ich näher mich bedächtig flott diesen magischen 60 Minuten. 1, 2. Was für ein Saftsack. Wenn du das laufen sein lassen würdest, ne? 1, 2, 3. So, was kann da noch kommen? Im schlimmsten Fall ein Schamane. Ja, und da ist der Ork-Schamane, da hinten ist ein Ork-Krieger. Solange der nicht läuft, ist alles gut. Was ist mit dem Schaman?
ja, baller du mal. Ich bin stärker als du. Hast du noch nicht kapiert? Die Magie Innos. Möglich verbrennen. Hallo Ohrkrieger. Eins, zwei. Ja, such dir einen Weg, von wo aus du angegriffen werden möchtest. Dein Schamanen-Buddy werde ich auf jeden Fall noch looten. Ja, komm. Oh, eine Feuerwurzel. Weil die natürlich alles, was ich an Mana verbraten habe, kompensiert, ne? Nichts zu holen. Nichts zu holen. Blöd Orks. Schamane. Leichte Ork-Axt, Feuerkraut, ja, wenigstens ein bisschen Mana, ein Gold. Und ein Grund mehr, warum ich hier durchmarschiert bin und mich durchgequält habe bis hierhin, ist schlicht und ergreifend, es hätte was liegen können, was wertvoll sein könnte. Oh, eine Spruchrolle. Sieht aber nicht so wertvoll aus. Aber eine Spruchrolle. Ladies and Gentlemen, wir sind angekommen im Minental. Kapitel 4. Drachenjagd. Mit neuen Tagebucheintrag. Jetzt sind wir hier oben angekommen. Und mit dem neuen Kapitel könnte ich tatsächlich wieder Kehrt Marsch zurück machen. Weil sich so ein paar Sachen aktualisiert haben, die mir helfen könnten. Die Möglichkeit behalten wir im Hinterkopf, aber im nächsten Part gehen wir noch weiter hier ins Minental rein und versuchen uns zur Burg durchzuschlagen. Ob ich mich wirklich durchschlage oder einfach hinteleportiere, ihr seht es, aber erst nächstes Mal. Also, seid da oder nicht, eure Entscheidung. Ich werde auf jeden Fall weitermachen und... wir sehen uns demnächst. Bis dann. Ciao.